zu einer unklaren Lage alarmiert. Das war, was wir vorgefunden haben, eine Doppelgarage oder ein Lift in einer Garage, der sich verdreht hatte, als das zweite Fahrzeug in die untere Garage reingefahren ist. Wir konnten das zweite Fahrzeug mit unserem Hilfeleistungslöschfahrzeug fehlerfrei bzw. beschädigungsfrei rausziehen, haben die Abteilung Nelling noch mit dem Rüstwagen nachgefordert, um Abstützmaterial für unsere Sicherheit vor Ort zu haben, und haben dann jetzt den zweiten Wagen von der oberen Etage dieser Garage mit der Seilwinde des Rüstwagens von der Abteilung Nelling geborgen. Hier in Scharnhausen noch nicht, aber einen ähnlichen Fall hatten wir schon einmal in Ruid in einer Tiefgarage. Korrekt, weil die Bewohner von dem Haus sind vielleicht 2-3 Minuten vorher reingefahren und haben schon beim Reinfahren gemerkt, da war die Garage schon hochgefahren, dass irgendwas mit der Garage nicht stimmt und dass sie sich bewegt, und sie haben dann gleich die Feuerwehr alarmiert bzw. den Notruf gewählt. Dann ist erst die Polizei vor Ort gekommen und die haben uns dann zur Unterstützung und Einschätzung der Lage angefordert. Der Wagen wird jetzt an die Eigentümer übergeben. Die haben schon vorher vorsorglich ein Abschleppunternehmen gerufen und die werden sich jetzt weiter kümmern um das Fahrzeug, und dann muss halt Fachfirma mit der Garage halt gucken, was da ist. Also es ist Folgendes passiert, ich war am Lernen, auf einmal habe ich einen richtig harten Knall. Ich bin dann rausgegangen, habe gesehen, meine Mutter war draußen und die wollten mit dem Auto in die Garage rein. Das Problem ist, das Auto war zwar in der Garage drin, nur dass die Verankerung hat halt von unserem Bodenblech, wir haben eine Duplex-Garage, hat auf der rechten Seite nachgegeben, und dann ist das obere Auto nach vorne gekippt und das, logischerweise hat das untere Blech, wo unser Auto war, auch nachgegeben und ist auch nach vorne gekippt. Das heißt, das obere Auto ist fast auf unser Auto drauf. Also noch nie in meinen ganzen 23, 24 Jahren noch nie sowas erlebt. Ich war auch in der Automobilbranche tätig und noch nie sowas gesehen, keine Ahnung. Feuerwehr hat zumindest ein Auto borgen können, unser Auto. War super, wie die es gemacht haben. 1A, erst rein, kein Schaden, gar nichts. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Und jetzt keine Ahnung, was die noch oben machen werden mit dem großen Auto oben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, meine Mutter ist halt reingefahren und dann auf einmal macht es halt Peng. Ich gehe raus, gucke mir das an und habe gesagt, oh, was ist jetzt los? Wir haben dann die Polizei angerufen, die Polizei wusste aber selber nicht, weil sowas kommt ja nie vor. Und dann habe ich nicht gesagt, was machen wir jetzt? Entweder THW, Feuerwehr, was ist da überhaupt die Sache? Vor allem, zum Glück ist es kein Elektro- oder Hybridfahrzeug, habe ich gesagt, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem bei Elektrofahrzeugen, wenn die Batterie gepresst wird. Ich will gar nicht dran denken, was passiert wäre. Und ich bin Gott froh, dass halt kein Mensch irgendwie einen Schaden davon bekommen hat.